Herzlich willkommen zur Geschmackssache, dem Podcast von Thomas Siffling und Jörg Haidt, live aus dem Jazzclub Ella und Louis in Mannheim. Und Louis, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie immer an meiner Seite der liebe Jörg. Hallo Jörg, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, lieber Thomas. Und ich freue mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast. Denn bei diesem Gast, da sitzt alles. Angefangen bei den Haaren. Jedes Härchen sitzt. Das Sakko sitzt, das Hemd sitzt, die Hose sitzt. Alles sitzt einfach. Und bei ihm sitzt vor allem jeder Ton. Denn Tom Gäbel ist Sänger und Entertainer. Herzlich willkommen, Tom Gäbel. Dankeschön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, lieber Tom, herzlich willkommen im Ella & Louis in Mannheim. Danke. Es sitzt alles, verrückt, ne? Gerade eben haben wir es noch drüber gehabt, über Sakkos und Hosen, über Stan Smith-Turnschuhe von Adidas. Mhm. Schön, dass du da bist. Geschmackssache, der Name ist Programm. Wir trinken eigentlich hauptsächlich und plaudern beim Trinken. Da habt ihr nicht so viel versprochen. Sehr scheint. Gut, dann würden wir nämlich erstmal anfangen mit den Getränken. Der Jörg ist ja eher so ein Biertrinker und Filterkaffeetrinker. Aber kann ich gerne anbieten. Ich habe sowohl Bier als auch Filterkaffee da. Schweizer, also kannst du entweder ein Bier trinken oder einen Sauvignon Blanc von Philipp Kuhn hier aus der Pfalz. Ich würde gerne zum Wein gehen. Das sehr gut. Ist bei mir eh immer Tradition, vor Auftritten trinke ich immer ein bisschen Weißwein. Sehr gut. Der Philipp Kuhn, ein bisschen. Ich fange erst mit an mit ein bisschen, das steigert sich natürlich. Wie definieren wir denn ein bisschen? Ein bisschen, ich nippe so ein bisschen am Glas und so. So neckisch. So neckisch. So ein bisschen. Machst du das dann öffentlich für deine Fans? Oder ist, ich nehme das auch mit auf die Bühne manchmal. Ja, ja. Neckisch am Glas, muss ich mir merken. Also der Philipp Kuhn hat beim Knipser gelernt. Knipser ist auch ein ganz berühmtes Weingut hier aus der Pfalz und ist hochprämiert. Großartiger Weißwein. Ich hoffe, er schmeckt alles mit. Bei der Einleitung kann der Wein nur schmecken. Ja. Tatsächlich. Und vor allem, was soll ich jetzt auch sagen? Ne? Er klingt auch. Du kannst gar nicht sagen, weil die Weine sucht meistens meine Frau aus. Wenn du jetzt was sagst, Falsches sagst, kriegst du mit meiner Frau Ärger. Halt, du musst ja weiter. Ja, ich trinke sehr gerne. Ich trinke sehr gerne Sauvignon Blanc. Ja, das ist doch schon mal gut. Da haben wir alles richtig gemacht. Jörg, was ist jetzt mit dir? Danke, nein. Haben wir. Wir können auch anstoßen, bevor wir. Den finde ich wirklich sehr gut, ja. Upsala. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du mittrinkst. Das ist selbstverständlich. Schön, dass du da bist. Jörg, was ist mit dir? Ich mache mir ein Fläschchen Bier auf. Ich habe heute mal hier lokal eingekauft von der Brauerei Eichbaum. Da gibt es ein rotes Bier. Ich weiß nicht, was sich dahinter verbirgt, aber ich probiere es einfach mal. Achtung, ich halte das mal ins Mikrofon mit einer Plopflasche. Ja. Oh, der ist sehr gut. Mhm. Nee, oh. Ploppt nicht. Sehr zum Wohl. Ein rotes von Eichbaum. Zum Wohl. Zum ist Wohl. Ja schön, wenn man schon mittags Alkohol trinken darf, gell? Ja. Also geschäftlich. Also ist schon Mittag? Ja. Hm? Also für mich schon. Hm? Weiß ja nicht, wann du normalerweise aufstehst. Hm? Also jetzt nochmal zurückzukommen, dann nippst du quasi neckisch am Gläschen, ja, während deine Fans unten dann in Ohnmacht fallen. Also ich stehe dann hinter der Bühne und gehe so ein bisschen auf und ab, bin dann quasi rausgeputzt im Smoking und so weiter und dann mache ich, also es ist ja nicht alles gut für Singen. Tatsächlich Rotwein ist sehr schlecht für Singen, auch bei mir vor allen Dingen und auch natürlich harte Spirituosen auch. Ich finde Weißwein sehr harmlos. Mhm. Bei Rotwein, wenn ich früher, ich trinke auch sehr wenig Rotwein, weil nach dem Rotwein trinken, dann am nächsten Tag ist man, also bei mir ist die Stimme ungefähr eine Oktave tiefer oder halbe Oktave tiefer. Ja, das macht viel aus. Und beim Weißwein ist das irgendwie nicht so. Macht aber trotzdem so ein bisschen locker, was weiß ich, mehr als jetzt ein Mineralwasser oder so. Und dann geht das dann nimm doch jetzt nochmal ein Schlückchen und dann, da du ja ein begnadeter Sänger bist und es nicht ausgeschlossen hast, auch für uns was zu singen, haben wir das natürlich sofort dankend angenommen. Der Daniel Brandl begleitet uns ja wie immer sehr professionell und wunderbar durch die Show. Und darf ihr habt euch hochbegeben? Ja, also wenn du es schaffst, kannst du gerne darfst uns auch gerne sagen, was du denn singst. Ja, ich hab so zwei Kleinigkeiten mitgebracht. Jetzt erstmal einen lockeren, flockigen des ganz berühmte Cole Porters, I Get a Kick Out of You. Ooh. My story is much too sad to be told. About practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the ennui. Ich freue mich überhaupt mal wieder singen zu dürfen, auftreten zu dürfen. Gell, ist schön. Ich meine, vom Publikum her ist es natürlich ein bisschen dürftig bei euch beiden. Guck mal, wie Jörg, du guckst schon wieder so professionell. Der Jörg hat ja zu gesagt, dass er Gesang gar nicht gut findet. Hat er nicht gesagt. Then I suddenly turn and see your fabulous face. Da bist du kurz ins Schwitzen gekommen, Daniel. I get no kick from champagne. Woo!
Mere alcohol doesn't move me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some like the bop type refrain. I'm sure that if I heard even one riff, it would bore me terrifically too. However, I do get a kick out of you. All right. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see that you obviously you do not adore me. Oh, baby, I get no kick in a plane. Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick. You give me a boot. I get a kick. Tom Gäbel. Danke, Tom Daniel. Gäbel und Daniel Brandl. Vielen Dank, Tom. Oh, was ist Stimmen? Ja. Der Weißwein, der bewirkt ja Wut. Ein Schuss, der aus mir rausgeholt hat. Ne? Also wenn man sich jetzt den Soundcheck nochmal zuvor, ne, wie es da geklungen hat, und jetzt ne? trinkst du einen Schluck von diesem Sauvignon Blanc und zack. Der Daniel singt. Ach, verrückt. Ja. Aber Tom, sag mal, die Legende besagt, dass du deine Karriere als Sänger unter Wasser begonnen hast. Ich glaube, ich weiß da, worauf du hinaus bist. Ja, so ein Zufall. Erzähl mal, also du hast im Bad, meinst, das mache ich auch, also ich habe auch schon oft im Bad angefangen zu singen, ist aber nichts draus geworden. So, deshalb muss du ich jetzt hier richtigen Mitbewohner, ja, die dann zuhören. So war es ja bei mir. Ich habe Posaune und Schlagzeug studiert in den Niederlanden, in Hilversum und habe aber damals schon eine wahnsinnige Liebe zu Frank Sinatra und zu dieser Musik gehabt, zum Big Band Musik, habe immer zu meinen Sinatra-Platten oder auch nicht nur dazu, einfach in der Dusche für mich allein gesungen und geschmettert. Und ich hatte halt zwei Musikkollegen, zwei Posaunisten, die waren meine Mitbewohner. Könnt ihr euch schon so eine richtige hippe Posaunisten-WG, kann man sich Jungs-WG? Der Widerspruch ist sich eigentlich. Ja. Ist echt abgedreht, ne? Wirklich so drei Posaunisten. In Holland. Ja, ich habe Gott sei Dank den Absprung dann geschafft. Naja, auf jeden Fall sagte der eine... Aus Holland oder von der Posaune? Beides. Nee, Holland war super. Das weiß ich, dass Holland super war. Ist mir schon klar. Na? Und dann habe ich halt, da hat mir halt jemand gesagt, das klingt doch gar nicht so schlecht von den Jungs, der Wolf Schenk, super geiler. Der Wolf Schenk? Wolf Schenk, ja, der kommt ja hier aus der Ecke. Ja, genau. Weißt du? Super geiler Bassposaunist. Der hat das gesagt, nimm doch mal ein bisschen Gesangsunterricht, vielleicht kann man das ja noch, sogar noch verbessern. So. Das war dann der Anfang vom Gesang bei mir. Aber unter Wasser? Der war nicht in der Dusche. Was? Nee, unter der, ich stand unter der Dusche. Ah, unter der Dusche. Mit dem Wolf stand er unter der Dusche, hast du das nicht verstanden? Mit der Bassposaune unter der Dusche. Aber du bist ja viel zu schnell, Jörg, wir haben doch gar nicht ausgelost, ne? Ah, nee, die Themen. Da war ja was, ja. Wir haben ja vier Themen, die wir bearbeiten wollen, lieber Tom. Musik, Kulinarik, Carte Blanche und Reisen, die wollen wir jetzt mal auslosen, darfst du auch selbst ziehen. Kannst aber auch reingucken, wenn du magst. Ne? Wenn es dir nicht passt, was du zuerst siehst, dann... Musik habe ich als erstes. Oh. Thomas, das Prinzip Losen ist jedem klar. Naja, aber manche gucken ja schon rein. Vor allem bei vier Kerzen. Du darfst alle zählen. Wir zählen jetzt alle. Musik ist unser erstes. Carte Blanche ist das zweite. Oh, auch schön. Passt auch vielleicht. Dritte ist Kulinarik. Kulinarik, sehr gut. Und am Ende, ihr wisst es schon, keine Ahnung, was es sein könnte. Reise. Wunderbar, das war's schon. Da sind fünf drin. Ich weiß nicht, warum der Jörg da jetzt fünf reingetan hat. Jörg, was ist da noch was drin? Jetzt? Keine Ahnung. Nochmal Kulinarik. Ja, und wer hat's geschrieben? Also, Musik, Carte Blanche, Kulinarik und Reise sind unsere Themen. Ja. Musik. Notariell beglaubigt, damit da kein Schiff drüber getrieben wird. Ruft sich schon mal ein. Music was my first love. Aber das ist doch ein schönes Thema. Dann lass uns doch mal bei den Posaunen bleiben, wenn wir schon bei Musik sind. Also das ist natürlich, spricht für dich, dass du den Absprung da geschafft hast. Nein, das ist jetzt böse, den Posaunisten gegenüber. Posaune ist eigentlich ein schönes Instrument. Das hat eigentlich zu Unrecht so einen schlechten Ruf, finde ich. Ich weiß auch gar nicht. Es sieht natürlich, ich glaube, es ist nicht, wenn man jetzt als Frau
sage ich jetzt mal ganz klassischerweise, als Frau auf die Bühne guckt und so Männer beim Musizieren sieht, dann ist es Posaune nicht das Instrument, wo man sagt zum Beispiel, wow. Da strahlt das, der Daniel. Sexy. Aber Pianisten, oder? Pianisten kommen natürlich besser an. Sagt, als Saxonist kann man sich auch... Thomas ist davon überzeugt, dass es Trompeter sind. Ja, Trompeter auch noch. Posaune ist so ein bisschen immer in der aber ich finde ja, Schlagzeuger sehen immer sehr seltsam aus, wie die immer so schräg nach oben gucken und die Gesichtszüge völlig aber Schlagzeug gleiten. An sich ist schon cool, finde ich. Die kriegen immer meistens Applaus, das ist klar. Und wer auch immer ganz komisch aussieht... Frau, sind weil sie abbauen müssen. Und wer auch immer sehr schräg aussieht auf der Bühne, sind Bassisten, wenn die in ihrem... Also Bassisten meine ich jetzt. Die sind aber Posaune ist an sich, ist an sich einfach ein tolles Instrument. Ja. Vor allen Dingen auch, ich liebe einfach diese, also ich persönlich stehe auch so wahnsinnig auf den Klang von so Posaune in der Section. Also ich wäre auch selber, ich wusste schon, als ich dann Posaune studiert habe, aus mir wird nie ein richtig geiler Jazz-Posaunist. Und es ist ja schon, man hat es ja eh schon schwierig als Posaunist im Jazz, finde ich. Das war auch immer so ein bisschen mein Problem. Ich habe das, immer wenn ich Jazz gehört habe, dann war es meistens so, geiles Saxophon-Solo, geiles Trompetensolo. Und dann kam so ein Posaunensolo, was ein bisschen mittelmäßig ist. Das ist dann immer viele Elefanten da. Das ist einfach so schwer, da mitzuhalten. Du musst schon wahnsinnig gut sein auf der Posaune, um, sagen wir mal, um gegen mittelmäßigen Saxophonisten bestehen zu können, sag ich mal, oberflächlich betrachtet. Mhm. Und das hätte ich niemals geschafft. Deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass ich das dann... Spielst du denn noch ab und zu? Ich spiele auf der Bühne. Ich nehme mir dann manchmal den Spaß heraus, dann auch noch mal das eine oder andere Solo zu spielen. Okay. Das wird natürlich dann immer auch dementsprechend gutiert, weil ich eigentlich sonst singe. Mhm. Deswegen ist es eigentlich unverschämt, mit so einem kaum Ansatz irgendwie versuche ich was noch rauszudrücken. Und deine Posaunenkollegen hassen dich deswegen alle, oder? Ja, wahrscheinlich, weil ich dann genauso viel Applaus bekomme. Ja, genau. Aber von Hause aus bist du eigentlich Geiger, das muss man auch dazu. Damit habe ich angefangen, ja, als Kind, ja. Aber hast viele Jahre gespielt? 12 Jahre lang. Ja, 12 Jahre Geige. Zum Abitur und dann haben wir das mit dem Schulorchester beim Abitur selber, wie man so spielt, ne, habe ich dann meinen eigenen Abschied da mitgespielt und dann habe ich es tatsächlich bestimmt 10, 12, 13 Jahre nicht mehr gespielt, das Instrument, bis ich es dann auch mal wieder für die Bühne mal wieder rausgeholt habe. Und wie hat sich das angefühlt, so den Switch von, ich studiere Posaune und habe ja eigentlich schon auch einen klaren Weg, den man dann gehen will. Und plötzlich sagt der Wolf Schenk unter der Dusche, du, lern doch mal, geh mal Gesangsunterricht nehmen. Und da hat sich ja dann was draus entwickelt, relativ schnell. Ja, ich hatte tatsächlich, aber ich hatte eben nicht so einen klaren Blick. Ich habe irgendwie angefangen mit dem Musikstudium. Ich konnte mich ja schon alleine schon nicht schon mit Schlagzeug und Posaune entscheiden, hab mal beides angefangen. Und dann hatte ich aber auch kein so ein richtiges Bild. Spricht ja für dich, dass du für beides genommen worden bist. Ja, so, insofern schon. Aber das ist... Multitalent. Aber ich wusste auch einfach nicht so richtig, was dann eigentlich mal so werden wollte. Ich dachte, ich fange einfach mal an und bekomme dann einen klareren Blick. Und ich habe dann eher eigentlich nur so gemerkt, dass mein Herz doch mehr am Gesang bizarrerweise hängt. Und ich dachte eigentlich dann so, natürlich, jetzt fängt mit Schlagzeug und Posaune an, jetzt will er plötzlich singen werden, auch noch singen. Was denken die Leute, was ich denn für ein Vollidiot bin oder ne, so ein Angeber oder was weiß ich und dann Wichtigtour. Das bin ich dann halt geworden. Ein Angeber, ein Wichtigtour. Ganzes Studium von Arsch. Also wirklich, und dann habe ich eigentlich erst so meinen Weg gefunden. Aber es gab tatsächlich nicht so einen großen Plan, von dem ich dann weggehen konnte oder musste, dass ich so sage, oh Gott, ich habe damit gerechnet, mit Ende 20 bin ich irgendwie ausgebildeter Posaunist und das ist mein Weg, sondern ich habe das einfach immer ein bisschen ausgeblendet. Aber natürlich hat dir bestimmt geholfen, du hast ja gerade erwähnt, dass das Big Band, also das Klangideal Big Band ja immer für dich so toll war. Und natürlich. Das habe ich geliebt. Also da bin ich dann ja auch dabei gewesen. Genau. Nur das hat mir mal wahnsinnig Spaß gemacht in der Big Band. Dann die andere Sänger und Sängerinnen beim Studium, die haben mich ständig begleitet. Es gab immer irgendwelche Examen und alle haben sich probiert mit der Big Band. Und das hat mir mal wahnsinnigen Spaß gemacht, da Posaune zu spielen. Aber eigentlich dachte ich natürlich, verdammt nochmal, eigentlich möchte ich lieber vorne sein auch. Das hast du jetzt erreicht, bist ja sehr erfolgreich damit. Hast auch eine aktuelle Platte, eine Vinyl sogar. Wir haben hier unten, für die sehen können. Ja, ich habe eine mitgebracht. Wir haben sie direkt neben die Sammy Davis Platte gestellt. Sammy Davis mit Count Basie. Mhm. Und direkt nebendran The Best of Tom Gable. Ja, habe ich mir. Man weiß jetzt nicht so genau, wer von wem abgeschaut hat. Ne? Es ist wirklich erstaunlich, die Farbgebung. Ich hoffe, das ist Zufall. Ich muss den Grafiker mal fragen, ob das sein heimliches Vorbild war. Du bist halt nicht Stereo. Ne? Hier steht Stereo drauf, bei dir steht nicht Stereo. Bei mir fehlt es, tatsächlich. Das ist ein kleiner Fehler. Aber, dafür zwei Schallplatten. Ja. Habe ich mir einfach gegönnt. Jeder wusste ja, ihr wisst ja auch, im Corona-Jahr, man hatte nicht allzu viel zu tun. Was macht man da? Wie vertreibt man sich die Zeit? Und ich dachte...
Wir machen, wollten eigentlich eine große Jubiläumstour zum 15-jährigen Jubiläum machen. Und das ist jetzt verschoben auf 2022. Da gehen wir auf große Tour. Was machen wir dann jetzt in der Zeit quasi in 2020, wo wir nicht live spielen können? Da habe ich dann gedacht, gönnen wir uns zum Jubiläum oder gönne ich mir so eine Platte. Haben ein paar Neuaufnahmen gemacht und ich habe ein paar so besondere Sachen zusammengestellt, die man sonst nicht so bekommt. Das war sehr nett und hat viel Spaß gemacht. Wann ist er rausgekommen? Die ist, glaube ich, im November rausgekommen. Okay, also noch relativ aktuell. Kann man natürlich überall. Das Beste von Tom Gerbel ist immer aktuell. Das wird immer aktuell. Eigentlich macht man ja so ein Best-of, wenn man so ein gewisses Alter schon hat, ne? So ja, du siehst mal, wie gut das alles bei mir ist. Wie gut du dich gehalten hast, dass es jetzt schon ein Best-of gibt von mir. Kommt ja noch das Live-Album davor. Das Live-Album, Weihnachtsalbum habe ich ja auch schon gemacht. Stimmt. Ich stehe kurz vor der Kinderalbum. Kinderalbum habe ich noch nicht gemacht. Ne? Könnte aber. Ja. Nee, erstmal Abschiedstour. Ne? Und dann auf Englisch, auf Deutsch, auf Italienisch. Tom Gerbel Goes Country. Das haben ja diese ganzen Sänger damals, also meine Vorbilder, was weiß ich, Dean Martin, haben wir immer noch drüber gesprochen. Die haben ja alle solche Alben gemacht. Ne? Die haben dann immer wieder neue Farben gehabt. Mal ein Latin-Album gemacht und so. Das finde ich einfach auch großartig. Das ist natürlich auch toll bei diesem Repertoire, was ich so singe, aus dieser Zeit und so meine Vorbilder. Da ist wahnsinnig viel Material und immer neue tolle Songs, die man eigentlich singen kann. Nimmst du das Lebensgefühl auch ein bisschen mit von deinen Vorbildern? Also jetzt hast du ja gesagt, Frank Sinatra. Meine große Lieblingsplatte ist ja immer noch The Rat Pack, Live at the Sands, Count Basie Big Band. Ja, das war auch eine meiner ersten, die ich hatte. Ich fand, das ist noch richtig so dreckig ist die eigentlich auch so für Sinatra-Verhältnisse. Die ist dreckig und auch das, was da geredet wird die ganze Zeit. Und die Jungs sind die ganze Zeit so wie wir auch am Trinken, Prost die Herren. Das ist wirklich, finde ich, eine tolle Zeit. Also für mich wirkt es zumindest mal so. Hätte ich gerne mal mitgemacht damals in den 60ern. Aber bist du so ein bisschen Nostalgiker? Auf jeden Fall. Ja. Ich musikalisch weil es einfach so meine Musik ist aus dieser Zeit. Mit allem, was mir wichtig ist, wie damals aufgenommen wurde, wie die Leute gespielt haben. Als wir da eben da beim Sammy Davis mit der Count Basie Big Band reingehört haben, dachte ich schon wieder, Wahnsinn, das kann heutzutage einfach niemand mehr spielen, weil das damals so genau der Peak war, wo die Besten der Besten diese Musik wollen wir kurz reinhören? Wir haben eine Platte, wir haben ja eine Platte dabei. Ich kann es gerne versuchen, Thomas. Der Jörg ist ja unser Fachmann für diesen wunderbaren Schallplattenspieler. Vifonia, das sind diese Schallplattenspieler. Was Teach Me Tonight, ne? Wie das schon losgeht mit der Teach Me Tonight. Die Nummer zwei, Jörg. Die Nummer zwei, das ist natürlich eine große Herausforderung, weil, ich kann es gerne nochmal wiederholen. Du musst erstmal die Rillen zählen. Ja. Das ist schon mal das Erste. Oh Gott. Lieber Tom, das ist leicht gesagt, aber das ist ein Plattenspieler aus den 70er Jahren, knallorange, mit einem externen Lautsprecher, den man so dahinter stellen kann. Aber dieser Plattenspieler hat nicht einen einzigen Knopf. Du bist Knopf. So talentfrei, was diesen Plattenspieler angeht. Nein, das hat da nichts mit Talent zu tun. Auszuhalten. Da kann man einfach nichts an- und ausschalten. Man muss da mit roher Gewalt den Tonarm irgendwo reinfräsen. Das klingt wie das... Wir haben es gleich. Also noch nicht Teach Me Tonight. So, da sind wir. Ich wollte euch auch den ersten Track nicht vorenthalten. Das ist toll. Du hast gut gemacht, Jörg. Danke, lieber Thomas. Ja, das ist einfach so wahnsinnig gut gespielt. Lässig und trotzdem super. On the point. Ja, das ist einfach, man muss aber, ich glaube, das ist so, um das meiner Meinung nach richtig genießen, man kann das auf verschiedenen Ebenen genießen, man kann einfach Spaß haben, aber je mehr man über diese Musik weiß, glaube ich, desto mehr kann man noch, weiß man noch, was daran so unfassbar gut ist. Sensation. Help me solve the mystery of it. Come on and teach me tonight. Ich glaube, das lang, da. Super. Man hört natürlich einfach eine Selbstverständnis. Also die Jungs leben das, was sie da singen auch. Ne? Mhm. Wahrscheinlich haben sie das auch wirklich alles auch alles erlebt. Ist toll. Also wie du sagst, die Jungs waren damals, es war die beste Band, die es einfach gab. Count Basie war ja. Und die haben den ganzen Tag noch nichts anderes gemacht, als diese Musik zu spielen. Die haben ja in At the Sands, wie viele Shows in der Woche? 10 Shows wahrscheinlich, wenn es überhaupt nur lang. Das merkst du schon. Also
Und Sammy Davis natürlich auch wieder ganz anders zu deinem großen Vorbild, Sinatra. Auch ja. anders, ein anderes Phrasing, ein anderes dieses Vibrato hinten raus. Ja, ja, anders. Ist auch super, aber es ist nicht. Sammy Davis ist irgendwie, irgendwann habe ich ihn immer, denke ich mal, okay, jetzt habe ich wieder genug gehört. Also bei mir ist mein persönlich, ich kann Sinatra unendlich quasi hören. Mhm. Die Stimme und wie er singt, das geht mir nie auf den Senkel. Bei Sammy Davis, da ist ein bisschen mehr Manierismus drin. Der macht dann wieder, was er so macht, was man so kennt. Wenn man Sammy Davis imitiert, dann weiß man so, was man so macht, um. Genau wie bei Dean Martin so ein bisschen. Aber es ist trotzdem. Glaubst du, dass es darin liegt, dass vielleicht Dean Martin und auch Sammy Davis ja eigentlich erst Schauspieler waren und dann Sänger geworden sind? In Anführungszeichen, und beim Sinatra ja eigentlich andersrum gewesen ist, oder? Stimmt, ich weiß nicht, wie es bei Sammy Davis war, der war ja auch so ein Multitalent, ne? Genau. Die sind ja alle mit so unfassbar vielen Talenten leider gesegnet, das ist echt traurig. Aber es kann sein, Dean Martin ist wahrscheinlich so ein bisschen nebenher, man hat immer das Gefühl, die können irgendwie alle singen. Ich gucke mir auch gerne so, apropos Nostalgie, so gerne so alte Sendungen an, aus der Zeit, wo die dann, was weiß ich, gegenseitig in irgendwelchen Shows besuchen. Und dabei Gefühl, noch tanzen und schrecken. Ja, und dann singen die. Und die können auch irgendwie alle singen. Auch so ein bisschen singen. Auch die können dann nicht, haben dann nicht immer geile Stimmen. Aber dann ist da irgendein Komiker, der plötzlich auch mal, was weiß ich, der aus Spaß dann irgendeinen Sinatra-Song singt, um den zu imitieren. Und da denkt man, Alter, singt jetzt mit mehr Talent letztlich als viele, viele andere, die sich Sänger nennen. Mhm. Ja gut, das ist eine Ausbildungssache natürlich. Dass die Schauspielausbildung ja wahrscheinlich in Amerika durchaus härter ist als hier und man das alles können muss. Kann sein, ja, mit Sicherheit. Vielleicht war es damals auch das Selbstverständnis, dass man einfach das selbstverständlich macht und gar nicht so viel drüber nachdenkt. Aber das waren ja eher die Amerikaner. Also selbstverständlich. Vergleichbares gab es ja hier, da gab es nur ganz wenige. In Peter Alexander konnte auch sehr viel. Ja, ja. War auch teilweise aus heutiger Sicht betrachtet, einiges war auch peinlich, was er gemacht hat. So, ne? Aber er war ja auch sehr... Ich fand ihn jetzt nicht mehr so peinlich, als ich dachte früher immer so, Peter Alexander, die Zeit meiner Oma. Ja, ja. Der Peter Alexander geschaut, jetzt habe ich mal so Sachen dann geschaut von ihm und dachte, da ist ganz feines Zeug, was der alles konnte. Ja. Und auch witzig, natürlich so, ne, manche Sachen sind dann nicht mehr der. Ja, die Altherrenwitze und Schatten. Ja, aber trotzdem, wo ich dachte, qualitativ und so, dachte ich mal, meine Güte, was der da alles so macht und zaubert. Also wäre ich schon wieder ganz melancholisch. Schon wieder, ne? Also das wollen wir natürlich. Oh, schau mal. Die Zeit rennt. Daniel, hast du auf die Uhr geguckt? Ist Carte tatsächlich Blanche schon wieder. Oder? Was ist das jetzt? Griechischer Wein? Ja. Aber Carte Blanche? Carte Blanche haben wir gelost. Ich sag's ungern, lieber Daniel. Aber wir müssen jetzt zurückspielen, aber gut, dann machen wir halt jetzt. Panne. Machen wir jetzt Reise erst. Wir machen. Griechischer Wein war doch jetzt Kulinarik, oder nicht? Ja, Kulinarik, meine ich ja schon. Könnte ich auch Reise. Da ist alles drin. Da ist wirklich alles drin. Nee, aber ich wollte eigentlich ja, aber ich meine Kulinarik. Thomas, wo sind wir? Du darfst bestimmen. Kulinarik. Schau mal, du bist der Chef. Ich bin ja kein Whisky-Trinker, ne? Aber habe ich natürlich auf dich vorbereitet, habe dir einen guten Wein mitgebracht, das schenke ich dir auch gerne nach. Aber Sinatra und die Jungs haben ja immer Whisky getrunken. Jetzt habe ich mal einen mitgebracht, Sliers, der kommt vom Stiersee. Stiersee liegt, glaube ich, in Bayern. Bin mir nicht sogar. Kleiner Scherz, liegt also in Bayern. Wollen wir den mal zusammen probieren? Können wir unserem Pianisten vielleicht auch mal einen Schluck geben, wenn er will? Ah, der freut sich. Man trinkt Whisky pur, oder? Oder? Ich bin auch. Man kann auch einen halben Liter Cola dazu schütten. Es gibt ja verschiedene. Und wo ist dein? Ich kenne so einige Experten mittlerweile oder so, ne, so in meiner Band und auch einer von meinen Posaunisten in der WG war auch so ein Whisky-Experte. Nee, danke, ich nehme Bier. Kein Whisky. Oh. Daniel? Sehr gerne. Wir wollen da mal nicht so sein. Wie viel schenkt man da ein? So ein Schlückchen, gell, oder? Passt schon. Ich hatte ja schon. So, jetzt komm. Daniel, Brust. Oh, riechen tut er schon mal sehr gut, oder? Riecht sehr gut, ja. Ja? Jörg? Sehr zum Wohle. Bist du ja so ein einfaches Gemüt, Jörg, gell? Filter Kaffee, total, in jeglicher Bier, Hinsicht. Bier aus der, auch nicht viel. Wollte schon sagen, aus der Dose, aus der Flasche. Stück Brot und ein... Das ist bestimmt gut für deine Frau, wenn du so ein einfaches Gemüt bist, ne? Hat sie mir noch nie verraten, aber ich glaube ja. Eigentlich ja. Steffi, wenn du uns zuhörst, könntest du ja vielleicht mal einen Leserbrief schreiben. Oh ja, ist lecker. Leserbrief. Ist lecker. Ich habe allerdings wirklich nicht so viel... Ich habe keine, da bin ich jetzt nicht so gebildet. Ich weiß, und ich habe so ein Gefühl dafür bekommen, wieder, das ist ja, deswegen glaube ich, finden auch viele so Jazzmusiker, finden auch oft so Essen und sowas interessant, Whisky, weil man braucht eine gewisse Bildung eigentlich auch, man muss dann seinen Geschmack da wirklich bilden. Wenn man das zum ersten Mal trinkt, also ich dachte damals immer, boah, das ist quasi wie Putz, so einfach reiner Alkohol, so, ne? Ab so einem gewissen Alkohol. Es gibt ja so ganz teure Whiskys, die schmecken mir aber auch nicht so torflastig. Daniel, ja, aber ich glaube, mit dir? Ja, sehr.
Aber das ist so, wenn man das, wenn du dein Leben oder dich lange damit beschäftigst, dann Vokabular sagst du, kannst du dir einfach ohne Torflaste geht gar nicht mehr. Ich glaube das schon, dass das so ist. Das kannst du dir drauf schaffen. Du musst ja einfach nur so tun und so ein bisschen das Glas hochhalten und. Und also der ist lecker. Aber ich will sagen, damit, da gibt es schon eine Wahrheit dahinter. Das ist jetzt nicht Quatsch. An den intellektuellen Jazzmusikern oder am Whisky? Schau mal jetzt, ich schenke dir mal Wein nach. Also. Ich bleib mal wieder beim Wein. Das Kulinarik heißt bei dir, Thomas, also Whisky und Wein, oder? Nein, jetzt, bei mir, ich bin ja auf Diät, ich kann mir Kulinarik quasi gar nicht mehr leisten eigentlich. Ne? Wasser. Nee, gesundes Essen entscheiden. Ja, nicht Gemüse. Also eigentlich ist man ja irgendwann in dem Alter, wo man sagt, jetzt ist auch egal. Ja, aber in dem Alter bin ich noch nicht. Nein, ach, ich dachte, das wär's schon seit 2 Jahren. Lieber Tom, da bin ich noch weit davon entfernt. Ich hab noch nicht aufgegeben. Ich beneide, also was heißt beneide? Ich hasse eigentlich Menschen, die Menschen, die den ganzen Tag essen können und nicht dick werden und trinken können, so, die hasse ich wirklich. Ne? Na gut, aber das ist ja ein anderes Thema. Ne? Kulinarik, was ist dein Lieblingsessen? Und wir könnten auch mal eine Frage zwischen reinstellen. Wir haben ja so Kurzfragen, bevor wir über dein Lieblingsessen reden. Kurze Frage, kurze Antwort. Schwarzwaldklinik oder Lindenstraße? Wahrscheinlich Schwarzwaldklinik, ja. Ja, Gabi Dom, oder? Ist doch ganz klar. Ich auch. Oh. Bringt man. Lindenstraße hat mich immer depressiv gemacht. Echt? Irgendwie. Das fand ich immer, ich mochte das. Das ist mir zu sehr am Leben. Also unangenehmen Problemen. Irgendwie, das dachte ich immer. Ja. Berufswunsch als Kind. Oh. Er wollte Millionär werden, wie Dagobert Duck. Ich wusste aber nicht, dass das kein Beruf ist, leider. Das ist schon irgendwie ein Beruf. Ente oder Käfer? Also Auto. Wie alt halt? Da würde ich sagen, ich sag mal einfach Ente. Ente. Bist du schon mal Ente gefahren? Ich glaube nicht. Mit diesen Schaltungen, weil kann man über diese Aber ich Pistolen, cool, aber ich finde auch den Käfer. Das ist eine Pistolenschaltung? Cool. Also zumindest beim R4. Wo man so ziehen muss. Genau. Ja. Genau. Großartig. Also Lieblingsessen, wir sind eigentlich bei Kulinarik. Ich esse sehr gerne so thailändische Sachen. Oh. Currys, sowas. Scharf? Auch scharf, ja. Das würde ich so allgemein als meine Lieblings. Ich esse sehr viel verschiedene Sachen. Aber was ich alles nicht esse, ich esse nicht so exotisches Fleisch. Und Exotik ist bei mir alles, was nicht Schwein, Rind und Huhn ist. Da geht das schon los bei mir. Also Ente ist würde ich schon nicht essen, habe ich noch nie gegessen. Echt? Nee. Wirklich? Das ist kein moralisches. Auch noch nie Hund gegessen oder was? Nein, genau. Aber das ist Hund? Für mich so ähnlich. Ja. Hund kannst aber ein Thai-Curry könnte doch auch mal eine Ente vorbeigehen. Na sicher, aber die ich bestellt habe, das ist dann ohne Ente. Das wird ja immer in allen Tieren. Genau, die 39 ja. B. Okay, woher kommt es, dass du da so ein bisschen knackig bist? Ich glaube, ich bin, weil ich es nicht von früher kenne. Das ist für mich so gefühlt, als wenn jemand sagt, ist doch mal Hamster oder Ente. Das ist so für mich gleich fremd. Das finde ich dann irgendwie eklig. Aber es gibt ja noch mehr Tiere auf diesem Planeten. Die man Fisch, essen. Fisch zum ja, Fische esse ich so ein bisschen, esse ich ein bisschen mehr. Ja. Aber zum Beispiel so Meerestiere, sowas finde ich auch ganz, ganz schrecklich. Aber wenn wir nachher auf das Thema Reisen kommen, wäre das mal eine Frage, wenn du mal irgendwo im Urlaub bist und schöner Tintenfisch. Leider, nee, es geht, da bin ich leider sehr eingeschränkt. Okay. Also ich muss mich zurücknehmen, ich esse doch sehr viel auch einfach nicht. Okay. Und das geht es auch mittlerweile, ich werde auch immer mehr so ein bisschen Richtung Vegetarier, weil mir immer mehr Sachen dann auch komisch vorkommen, also nicht nur so moralisch, sondern auch, dass ich manchmal dachte, das ist schon, boah, Milch, okay, was esse ich? Oder so bei Honig, wo du denkst, was ist Honig nochmal? Das ist ja eigentlich so ein Drüsensekret von irgendwelchen ekelhaften kleinen... Machst du dir so viel Gedanken darüber? Ja, so, ne, leider, ja. Vielleicht ist es nicht gut, dass du dir so viel Gedanken darüber machst. Deswegen vielleicht trinke ich ja den Wein als Gegensatz, dann schmeckt das Fleisch wieder. Aber Tom, du hast doch 3 Brüder. Da isst man doch traditionell alles, was irgendwie auf den Tisch kommt, weil natürlich Stichwort Futter und so weiter. Da muss man doch einfach gucken, dass der große Bruder nicht schneller ist. Wir sind aber nicht so High-Class-mäßig kulinarisch aufgewachsen. Also ja, trotzdem muss man ja gucken, wo man bleibt. Man muss gucken, wo man bleibt. Ja, also gierig sind wir alle, beim Essen. Mit Sicherheit. Okay, interessant. Das ist spannend auf jeden Fall. Ne? Also, dass du jetzt Ente als exotisch schon bezeichnest, na gut, so Hund oder so. Das heißt, du hast du mal Heuschrecken oder sowas? Nee, könnte ich auch nicht. Okay. Du bist du bei sowas dabei? Irgendwo, ich probiere das zumindest mal. Ja, okay. Ich habe mal auf einer Tournee in Bangkok aus Versehen Vogelaugen gegessen, wusste aber nicht, dass es Vogelaugen sind. Habe ich das später gesehen, dann wurde es mir schon ein bisschen mulmig danach, aber war eigentlich ganz lecker. Uns hat man mal in Thailand zum Frühstück Hühnerfüße Salat angeboten und da hast du nur diese quasi... Diese drei wie sagt man? Krallen. Krallen, Zehen und ein Riesenpott, wo nur diese
diese drei Zähnen drin waren oder Krallen drin waren, mit irgendwas angemacht. Zum Frühstück wohl. Ja, ja. Kochst du denn wenigstens selber, oder? Ja, ich koche mit meiner Frau schon, wir kochen schon ab und zu, aber auch nicht so richtig viel. Bei mir ist immer das Problem bei dem Kochen, ich finde es eigentlich auch toll. Wer kocht, du oder sie? Beide eigentlich, da gibt es keinen Unterschied. Bei mir ist immer das Problem, wenn ich Hunger habe, ist tendenziell, dann dauert mir das so lange, dann ist so quasi jetzt beschäftigt mich, was zu kochen, und das dauert aber noch irgendwie eine Stunde oder noch länger, bis es fertig ist. Und wenn ich keinen Hunger habe, dann habe ich keine Lust, darüber nachzudenken, so was gibt es denn heute Abend zu essen? Also ich bin, das ist nicht so richtig. Und wie kommst du aus dieser Bredouille dann raus? Ja. Das heißt, wenn du Hunger hast, willst du quasi sofort was essen. Ja, deswegen neige ich dazu, dann ständig wieder irgendeinen Salat oder so Butterbrot oder sowas schnell. Oder Thai-Curry einfach kurz bestellen. Das geht oder sowas immer schnell. Ja. Ein großer Wok, alles rein, ein bisschen Zauberpulver, fertig. Was wir eine Zeit lang sehr gern gemacht haben, es gibt ja so Services, wie so zum Beispiel HelloFresh heißen die, wo man so die Zutaten, wo man alles bekommt, wo man dann sagt, okay, ich koche jetzt, muss mich um nichts kümmern, muss nicht mehr in den Supermarkt gehen und so. Das ist ganz cool. Wir haben ja noch ein kleines Geschenk für dich, muss ich mal kurz holen, der Jörg muss mal kurz übernehmen, ich werde mal so lang hier die Bühne verlassen, zum Thema Kulinarik. Ja, das ist völlig richtig. Seit neuestem haben wir einen kleinen Shop auf unserer Webseite, geschmackssache.de. Du hast ja auch einen Shop, ne? Da gibt es ja auch diverse Zubehörteile für die Küche, also unter anderem Caps und Taschen und auch Tassen. Ja. Wir haben Schürzen, Geschmackssache-Schürzen aus reiner Bio-Baumwolle natürlich, versteht sich von selbst. Ja, wunderbar. Und diese Schürze würden wir dir gerne überreichen. Vielleicht auch als Anreiz für dich oder deine Frau, mal wieder ein bisschen in der Küche zu stehen. Ein Bild zu schicken, das kannst du neben dich stehen. Gerne. Und wir haben natürlich noch einen kleinen Öffner, ein Geschmackssache-Flaschenöffner. Ach, sehr für Weinflaschen. Ja, sehr gut. Nur für Weinflaschen. Geht für Rotweinflaschen nicht. Ne? Also insofern alles richtig gemacht. Vielen Dank. Viel Spaß damit. Doch, dass es sich lohnt, zu euch zu kommen. Ja, es lohnt sich immer. Und schon vielen Dank für dein... Schön, dass du da warst. Wir sehen uns wieder. Das war's wieder. Das war die Geschmackssache für heute. Also das heißt, du isst ja eigentlich dann fast ungesund, wenn man das so sagen will. Wenn es immer schnell gehen muss, da mal schnell eine Stulle schmieren. Ja, und ungesund ist ein großes Wort. Ja, ich sagte ja auch Salat zum Beispiel. Also okay. Aber geht Salat denn so viel schneller als ein paar Nudeln oder ein paar... Ja, wenn man was Richtiges kochen will und das dauert ja schon. Aber du siehst, ich bin da nicht so der große Koch, aber das entwickle ich vielleicht auch noch. Was mir aber Spaß gemacht hat im letzten Jahr, habe ich mal eine Zeit lang angefangen, so Brot zu backen. Wie so viele. Es hat mich total fasziniert, wie das so funktioniert, wie das geht. Und da habe ich auch ordentlich zugesetzt, weil ich ständig dieses Brot essen, das ist lecker. Ordentlich drauf. Lauwarm, ich liebe mit Butter. Brot. Es ist, ja, sonst nichts. Ja, ja. Bisschen Salz vielleicht. Den ganzen Tag essen. Und hab ich dann eine Zeit lang. Also ein Weizenbrot, also kein Vollkornbrot. Ja, alles sowohl als auch. Okay, einfach, okay. Einfach reingehauen. Ja. Ja, gut. Aber sag mal, du bist ja zu normalen Tagen auch viel auf Tour. Künstler haben normalerweise einen dicken Katalog, was sie alles haben wollen, Backstage. Was steht denn bei dir da drin? Was muss denn bei dir, wenn du als Sänger unterwegs bist mit deiner Band, was muss denn da Backstage sein? Käsebrötchen, Snickers, Mars, Cola, Fanta, Bier, Wein, Whisky? So, diese Sachen, wir haben jetzt nicht so ganz exotische Sachen. Wir sind natürlich einige, wenn wir mit der großen Band unterwegs sind, laufen wir da mit 15, 16 Leuten auf insgesamt. Und da muss dann überhaupt schon einiges da sein, damit wir glücklich sein können. Aber das ist dann von irgendwelchen Joghurts, irgendwelche Brötchen. Abends muss es irgendwie was mehr oder weniger Vernünftiges geben. Aber wir sind jetzt nicht super Etepetete. Also ich habe schon Fälle erlebt, dass dann kanadisches Gletscherwasser bei Vollmond geschöpft und so weiter. Also das gibt's ja alles. Ja, mit dem entsprechenden Erfolg, ne, wenn du es dir leisten kannst. Ich weiß nicht, wer das sowas, das kannst du natürlich nicht als, oder? Man kann es versuchen, aber es wird natürlich und ehrlich gesagt, aber das geschöpftes eher, kanadisches Gletscherwasser nach Madonna. Schmeckt auch nicht anders als vielleicht das Leitungswasser. Ich kenne ja da eine Geschichte, dass dieses Fidschi-Wasser, ja, man eine Flasche gekauft hat und ihn dann immer nachgefüllt hat mit Hahnenwasser einfach. Ne? Ja, ja. So sollte man es dann auch so machen. So viel zum Thema. Also man muss es sich leisten können und eigentlich kann man es sich nicht leisten, weil eigentlich sind wir ja alle normale Menschen und kann auch ein Wasser aus der Region sein, klimaneutraler. Ne? Ja, ja, das ist alles. Bevor wir schon wieder, heute rennt aber die Zeit. Daniel, das ist mir ein bisschen zu hektisch, was du heute machst. Wir sind schon bei der Carte Blanche. Wenn du auf Tour bist, isst du vor dem Konzert oder isst du nach dem Konzert? Ich kann man vorher was essen? Leider immer, ich esse dann immer mit, das ist immer das Problem. Ich esse eigentlich nie so viel, wie wenn ich unterwegs bin, weil einfach, das ist dieses auch mit den Brüdern, was du eben sagtest, Jörg, dass wenn irgendwas da ist, dann fällt es mir schwer,
das dann einfach nicht mitzumachen. Mhm. Dabei denke ich jedes Mal, wenn ich was gegessen habe, so, es ist ja so klassischerweise an, man kommt irgendwie als Musiker oder wir kommen irgendwo an, Nachmittag, sagen wir mal 3:30, dann ist es 4 oder 5 Uhr Soundcheck und davor liegt schon irgendwas rum. Was weiß ich, Snickers, Brötchen, Joghurt, dann snackt man erstmal so ein bisschen was. Man hat ja auch jetzt 2 oder 3 Stunden vielleicht im Bus gesessen, ist ja anstrengend gewesen. Und bevor der Schlagzeuger kommt. Und dann nach dem Soundcheck gibt es das warme Essen und dann isst man nochmal was und dann muss man auf die Bühne und sich da erstmal wieder hocharbeiten. Ja. Vor allem als Sänger, du stehst ja am Bühnenrand und kannst da nicht irgendwie dich gemütlich hinsetzen, wie der Pianist, der Daniel zum Beispiel. Der Tom nippt ja dann erstmal neckisch an seinem Weißweinglas und dann schauen die Frauen ja erstmal auf seine Lippen. Ich hätte Angst, dass ich da was verschütt bei so einem dünnen Stielglas, dass ich da irgendwie das daneben kipp. Ich finde das ja immer, ne, wenn man dann mal so 3 Gläser getrunken hat, dann muss man ja schon. Soweit kommt es ja nicht. Ne? Solange man schon Konzerte den dann nicht, ne? Stil erwischen. Ja, ja. Liegt ja nur. Okay, jetzt sind wir aber, wo sind wir bei? I wish, jetzt sind wir bei der Carte Blanche. Ah. Aber das passt eigentlich thematisch gut. Du hast gesagt, du würdest gerne über deine bevorstehende Tournee reden, in der Carte Blanche. Ja, natürlich. Ich rede über die Sachen gerne, die in der Zukunft fliegen. Das ist fast ein Trauerspiel, ne, wie so viele andere auch. Hatte ich mich gefreut auf 2020, 15 Jahre sozusagen gibt es die Band Tom Gabel and His Orchestra. 2005 habe ich mein erstes großes Album aufgenommen, richtiges Album. Und wir wollten schön auf Tour gehen und das musste alles verschoben werden. Und erst als das ist dann nach 2022 verschoben worden. Und ich dachte erst, mein Gott, 2 Jahre, warum nicht nach 2021? Aber das mittlerweile denkt man ja wirklich, ja krass, alles sozusagen haben die dann der Veranstalter wie alles richtig gemacht. Aber blenden wir mal Corona aus, Tom. Ja. 15 Jahre ein Orchestra, sprich eine Big Band zusammenzuhalten, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Also schon eine Band zusammenzuhalten über so einen langen Zeitraum, dann auch eine Big Band, was es an Telefon, Nerven, Energie und Zeit kostet, das ist ja, Gott muss sei, ja unglaublich ist das, sein. Ist das nicht alles, liegt das ja nicht alles auf meinen Schultern? Da gibt es natürlich Leute, die besser. Ja, das ist klar, aber du musst es letztendlich initiieren und ja. Irgendjemand muss es finanzieren. So, ne? Das klar. Muss ja alles irgendwie zusammenpassen. Aber das geht irgendwie, es sind alles so zusammengewachsen, nette Leute. Wir haben Gott sei Dank auch keine Idioten in der Band. Das ist natürlich die Hölle. Wir haben keine richtig schwierigen Charaktere. Wer ist denn dein musikalischer Leiter? Ich mache eigentlich letztendlich ein bisschen die musikalische Leitung, aber ansonsten haben wir da, hat es mal eine Zeit lang mein Bruder gemacht, so ein bisschen unterschiedlich ist das, so ein bisschen, wer sich um die Sachen kümmert. Mhm. Und ich habe einen Arrangeur, mit dem ich sehr viel zusammenarbeite, der auch dann die Live-Arrangements macht und so. Das funktioniert eigentlich relativ unkompliziert. Dass ich eigentlich nur zusehen muss, dass ich selber pünktlich zum Bus schaffe. Mhm. Und in den 15 Jahren sind natürlich auch viele Leute gekommen und gegangen. Es ist ja, was weiß ich, manche Leute ziehen um, manche Leute orientieren sich irgendwie um. Es gibt ganz viele Gründe, warum irgendwie sich was ändern kann. Und die Band ist natürlich, Gott sei Dank, ist es nicht so wie bei den Beatles oder so, wenn dann einer von den Beatles aufhört sozusagen, dann bricht die Band zusammen oder sowas. Sondern bei mir ist es natürlich so, es gibt einen Pool von Musikern, wenn der eine nicht kann, was weiß ich, wenn Wolf Schenk nicht kann, weil er gerade, ich denke mir was aus, bei der WDR-Big Band eine Woche aushilft oder so, dann gibt es dann andere Leute, ne, die ich dann anrufen kann oder die wir anrufen können. Also es ist natürlich eine Menge Arbeit und auch damit unterwegs zu sein, ist gewissermaßen auch anstrengend, aber es macht auch total viel Spaß und es geht einfach. Und es, ja, ein bisschen so wie eine Familie auch. Ne? Ja, genau. Es ist, wenn man sich das gut versteht, freut man sich ja auch. Vor allem, wenn man unterwegs ist. Ja. Natürlich ist es abgefahren. Wir sind ja schon lange nicht mehr unterwegs gewesen. Aber zum Beispiel bei dieser Tournee dann, das ist erst in 2022. Achso, wir kommen übrigens auch nach Mannheim. Wir sind doch hier beim Rosengarten, nehmen wir es ja auf quasi. Sitzen wir nicht im Rosengarten? Wir sind etwas zu groß für Ella und Louis, obwohl ich es super hier finde. Also ich komme gerne mal mit einer kleineren Besetzung auch hier vorbei. Bist du herzlich eingeladen, freuen wir uns. So. Ist auf Kamera und Ton nicht mitgenommen. Komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Ne? Oh Gott, jetzt ist der Gäbel wieder am Telefon. Und ich habe ihn eingeladen. Oh Gott, wimmel du ihn bitte. Erst wenn ich das Bild von der Schürze kriege. Naja, aber also überhaupt mal wieder unterwegs zu sein, ich kann es mir fast schon gar nicht mehr vorstellen. Das ist schon so lange her, so lange am Stück. Mhm. Aber das hat halt, das macht halt auch wahnsinnig Spaß. Vor allem gehen wir uns nicht gegenseitig auf die Nerven, weil wir halt so viele sind. In einer kleinen Band kann man sich natürlich dann
schneller mal, glaube ich, auf den Senkel gehen. Kannst du aus dem Weg gehen, das stimmt schon. Ja. Und es hat, das kann ich bestätigen, es hat so eine eigene Dynamik, wenn man mit seinen Jungs oder halt mit seiner Band unterwegs ist. Und da bin ich bei dir, wenn die ein bisschen größer ist, hat man die Chance, auch wenn man länger unterwegs ist, mal andere Grüppchenbildungen zu haben, dass man eben nicht die ganze Zeit auf die Nerven geht. Das ist schon, hat schon was sehr Schönes und wird hoffentlich auch bald wiederkommen. Aber du willst dieses Jahr noch unterwegs sein, 2021, oder? Ja, wir machen auf jeden Fall, also ich hoffe, das sage ich natürlich jedes Jahr und das letzte Jahr hat nicht geklappt, und eine schöne Weihnachtstour. Ich glaube, ab Juni, Juli spielen wir auch mal wieder die ersten Auftritte. Ich hoffe, wenn sie nicht abgesagt werden, es ist ja immer, man hangelt sich ja so quasi von Absage zu Absage, aber ich glaube, es geht ja bald wieder los. Ich hoffe, bei euch geht es ja auch im Club live. Wir hoffen, dass wir demnächst wieder aufmachen dürfen. Oh. Hängt ein bisschen an den Inzidenzien und an den Fallzahlen, die da runterfallen müssen. Ja, ja. Ich habe mir abgewöhnt, da drüber nachzudenken. Wir warten ab, bis die Politik was entscheidet und dann reagieren wir. Ja. Aber klar fehlt uns das natürlich alle. Aber der Jörg hat es ja schon angesprochen, ist natürlich eine Leistung, eine Band oder den Pool an Musikern so lange bei Laune zu halten. Und ja, und eine Band erstmal aufzubauen. Ich meine, die Welt hat ja wahrscheinlich nicht gewartet auf euch, aber mittlerweile bist du einfach Tom Gabel and His Orchestra. Ja, ist ja eine Marke geworden. Ja, man fängt halt irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, man fängt halt irgendwie, ich hatte natürlich das Glück, dass ich damals mit Stefan Raab, der mich relativ früh ganz, der hat ja noch dafür überhaupt gesorgt, dass ich die... dass ich meine erste richtige Platte machen konnte. Der hat mich so auf die größere Bühne geholt, ins Fernsehen. Das war natürlich ein ganz guter Aufschlag, dass ich da mal bei ein paar Sendungen dabei sein konnte, weil er ja sehr in Musik interessiert ist und war. Aber ansonsten gibt es ja doch, wir machen ja auch Musik, das ist ja schon auch unterhaltend, wir machen ja schon Musik für viele, die vielen Leuten gefällt. Das ist ja nicht super speziell. Wir machen ja nicht für den ganz kleinen Kreis an ganz spezial Interessierten, auch so Sinatra und Big Ben und so. Aber das ist ja kurios, weil das ist ja ein Jazzorchester und das ist ja eigentlich nicht populär. Jazz, aber wir machen natürlich schon, das ist eine Nische, aber die Nische ist ziemlich groß, in der wir uns dann bewegen. Also ich glaube schon, und es gibt ja auch nicht so viele Leute, die das machen und natürlich nicht, die es so gut machen. Und das führt dann schon dazu, dass wir echt ganz gut unterwegs sind und es macht echt Spaß. Deutsch war für dich nie ein Thema? Deutsch zu singen? Doch, immer mal ab und zu. Und das in den letzten Jahren ist das vor allen Dingen auch mehr gekommen. Und ich habe sogar auf der Best-of habe ich auch mal einen Song Quando Quando. Auch mal auf Englisch und Quando Quando. auf Englisch und auf Deutsch gesungen. Mal untergebracht. Und ich arbeite gerade auch so ein bisschen an deutschem Repertoire und so. Macht mir gerade total Spaß. Hab viel so deutsche Sachen gehört, was weiß ich, so Hildegard Knef und solche Sachen. Finde ich großartig. Ich finde ja eh toll, was man so mittlerweile alles durch so diese ganzen Streaming-Portale, die man auf der einen Seite verflucht, was man aber selber so unkompliziert an Musik entdecken kann. Das finde ich wirklich großartig. Und da habe ich mich durch ganz viele tolle Sachen durchgehört. Also es geht auf jeden Fall weiter. Ich hoffe, ja, genau. Und es macht Spaß und ich freue mich tatsächlich auch ein bisschen, vor allem auf 2022, aber ich freue mich eigentlich auch schon ab diesem Sommer, hoffe ich, geht, dass es deutlich mehr passiert. Ist es für dich was anderes, wenn du Deutsch singst im Vergleich zum Englischen? Ist es emotional was anderes? Ich glaube, man singt irgendwie anders, man muss anders singen, man neigt dazu, weil man kann nicht jeden Vokal so lang ziehen, das klingt dann relativ komisch oder albern. Man muss einfach ein bisschen anders singen und daran arbeite ich auch so, das merke ich schon, dass es da einen Unterschied gibt vom Deutschen zum Englischen. Da ist es im Englischen irgendwie leichter, das ist auch etwas gesanglicher, die Sprache. Aber es macht trotzdem super Spaß, hat natürlich einen ganz direkten Zugang zu den Liedern auf Deutsch. Du kriegst zwischenzeitlich mal eine Frage. Kurze Frage, kurze Antwort. Mal eine Sportfrage. Die habe ich aussortiert, Thomas, die Sportfragen. Wirklich. Apple oder PC? Apple. Möchtest du Sportfragen haben, Tom? Ich bin sehr unsportlich, was Sportfragen angeht. Was Sportfragen? Politik, ist Politik okay? Ich habe wahrscheinlich kann nichts Tuges, aber frag. Helmut Kohl oder Helmut Schmidt? Da bin ich zu sympathischer Helmut Schmidt, aber politisch halte ich mich raus so ein bisschen. Man muss ja auch sympathischer Helmut, da kann man Helmut auch viel Schmidt, dumme Sachen aber sagen. Politisch halte ich mich raus. Ja, ich halte mich. Man sagt so, es gibt ja, wir sind Leute, ja in Mannheim. Sofort, Helmut Kohl kam ja aus Ludwigshafen. Schau mal, das ist so super. Mallorca oder Malediven? Also kurz oder weiter? Witzigerweise beides. Ich überlege gerade. Das ist eine perfekte Überleitung. Wäre das zu dem Thema Reisen, wenn es schon an der Zeit wäre. Ja, aber überleg mal vielleicht. Tatsächlich, ich überlege fast Mallorca. Ich war mal auf den Malediven. Das ist ja auch so eine typische Hochzeitstrauminsel und so. Oh, ja. Ich dachte irgendwie das war auch alles toll und alles schön.
Deine Hochzeit oder? Nee, das war auch alles traumhaft. Wir waren, und dann dachten, da war ich mit meiner Frau, wir waren da nur für ein paar Tage auf so einer Schiffsreise, wo ich quasi gesungen habe. Und wir dachten dann irgendwie nach 2-3 Tagen, dachte ich, okay, es ist irgendwann hat man nicht auch satt gesehen an diesem türkis, lauwarmem Wasser und so. Du musst tauchen gehen. Ja, das ist wahrscheinlich das, was dann über Wasser hält sozusagen. Aber ansonsten ist mir da einfach zu wenig los, auch so kulturell. Das ist natürlich auf Mallorca schon mehr zu sehen. Ja, okay. Was gibt es denn in Mallorca kulturell? Also ja, gibt es natürlich viel kulturell. Okay. Ja, zum Beispiel irgendwelche älteren kleine Hafenstädtchen. Aber das ist schon Kultur. Fisch, aber du isst ja gar nicht gern Fisch. Geht Kultur hier bei Ella und Louis los, oder wie? Nee, wir haben ja vorher über die Intellektualität der Jazzmusiker geredet. Ja, ich bin ja kein mich jetzt nicht als Intellektuellen bezeichnen, um Gottes Willen. Der Jörg lacht schon wieder ganz schnell. Daniel will ich mir gar nicht. Ich grinse. Den Daniel kann ich mir schon vorstellen, was er Ihnen hätte gesagt. Ne? Ja. Unverschämt. Unverschämtes Pack hier. Also lieber Mallorca. Wobei Mallorca auch schön ist, ne? Ja, ich denke mal, in Mallorca denke ich jetzt nicht erst an den Bierkönig. Also, nee. So mal habe ich es nicht gemeint. Nie. Ich war auch noch nie da. Ich war selbst noch nie auf dem Oktoberfest in München. Ich auch noch nicht. Habe ich auch. Ich wäre tatsächlich jetzt in 2020 das erste Mal gegangen, aber das hat da dann nicht stattgefunden. Das ist ein Zeichen vielleicht. Soll einfach nicht. Ja. Verrückt. Wo sind wir? Kulinarik immer noch. Ich habe auch ein bisschen den Faden verloren. Ja, carte blanche sind wir auch hier. Ich verliere heute ein bisschen die Orientierung. Große Band haben wir gesagt, auf Tour. Große Verantwortung auch. Wie bist du als Bandleader jetzt mit der ganzen Situation umgegangen? Fast 1,5 Jahre lang keine Auftritte zu haben. Man sorgt sich ja ein bisschen auch um seine Jungs und Mädels, ne? Ja, ich habe aber tatsächlich, ich überlege gerade, jetzt muss ich drüber nachdenken, wie bin ich damit umgegangen? Du hast alles Brot gebacken, das ist ja schon mal. Nein, wir sind natürlich immer mal im Kontakt und machen so, treffen uns ab und zu, haben uns ab und zu virtuell getroffen, uns gegenseitig den Rücken gekrault und uns alles Gute gewünscht. Aber ansonsten haben wir uns immer nur wieder versichert, dass wir Lust haben und drauf Spaß und uns darauf freuen, wenn es mal endlich wieder losgeht. Dass man sich sogar so was drauf freut, mal wieder so einen richtigen. Vor ein paar Tagen schrieb das noch einer unserer Percussionisten, Chris Fähre, dass er mal Bock hat, mal wieder auf diesen richtigen, auf so einen Zwischenburger an der Tanke. Zwischenburger? Ja, so ein Zwischenburger, wenn man so bevor es dann wieder ans Catering geht und so, muss man doch noch mal kurz so einen Burger sich holen bei McDonald's oder irgendwas. Die Kulinarik-Geschichte ist doch viel länger, als man eigentlich denkt. Und Reisen. Die fängt ja nicht erst an, wenn man in die Venue kommt und den Snickers vor sich sieht, sondern Tanke ist ein großes Thema. Das, ja, so ein Burger an der Tanke hat auch was Gutes. Es gibt auch die Leute, die es durchhalten, wenn man sagt, es ist eine halbe Stunde, wir sind in einer halben Stunde in der Location und so. Sagen wir, wir sind in einer halben Stunde im Ella und Louis, da gibt es doch was. Ich weiß es nicht. Und manche, ich gehöre zu den Leuten, die dann sagen, ich muss jetzt doch noch mal eben Kaffee vorher trinken. Den teuren Tank. Es gibt auch Menschen, die das einfach wegrauchen. Ich brauche gar nichts. Wenn man losfährt, man fährt als allererstes, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, zuallererst fährt man erstmal an eine Tanke. Ja, ja. Und dann decken sich alle noch mal ein, wie du sagst, mit sündhaft teurem Kaffee. Und alles ist viel zu teuer. Aber heiße Hexe. Die größte Hürde ist, erstmal aus der Stadt rauszukommen. Ja, ja. Mit dem Bus, weil die bis alle mal an der Tanke alles eingekauft haben, was sie brauchen, also angeblich brauchen, um diese Busfahrt zu überleben. Das stimmt. Oh. Thomas, sollen wir nochmal losen, ob nochmal Mallorca oder Malediven kommt? Dann reden wir über Reisen. Thema Reisen. Jetzt sind wir beim Reisen, habe ich verstanden. Hast du verstanden? Gut. Nachdem du jetzt alle meine die Sportfragen aussortiert hast. Tut mir leid. Bisschen. Mama oder Papa-Kind? Mama-Kind, glaube ich. Sind wir tendenziell alle. Ich wollte gerade sagen, wie alle Söhne. Ja. Dein Kindheitsschwarm? Mama. Ja, du weißt, Nee. Ich war nicht so einer. Mama und Papa sind so die Besten, das nicht. Aber ich wüsste auch nicht, für wen ich geschwärmt hätte. Jugendschwarm? Ist Samantha Fox? Nee, das nicht. Das war mir zu drüber. Das stimmt eigentlich. Hätte theoretisch sein können. Ja, das war unsere Zeit, ne? Und dann kam Sabrina. Dann gab es noch so die nach. Sandra, Sabrina, die hießen alle so. Sabrina, ja. Aufzug oder Treppe?
Ich würde gerne Aufzug, aber ich nehme tatsächlich gerne auch dann die Treppe. Weil du Angst hast vor dem Aufzug? Oder? Nee, weil ich einfach, man muss ja in Form bleiben. In Shape, Thomas. In Shape, ja, in Shape. Ich denke mir jetzt kleine Sportfrage aus, ne? Heute habe ich zum Beispiel sehr lange auf den Aufzug gewartet, um hier runterzukommen. Ja. Eine Etage, eine halbe Etage. Eine Treppe. Das ist lange gedauert. Das Steak englisch oder durch? Eher durch. Das ist wieder das Thema, ne? Mich jetzt nicht. Ja, okay. Eher abstraktes Fleisch, ja, ja, so, ja. Wo man das Tier noch so sieht. Und da ist ja der Asiat oder viele asiatische in asiatischen Ländern, die haben ja völlig hemmungslos. Du siehst ja immer das Tier noch. Wenn der Fisch noch zuckt. Ja, der Fisch zuckt noch. Du siehst das Vogelbein und nagst das da. Und für mich ist eher so Panade drüber und Schnitzel. Du willst eigentlich gar nicht sehen, dass es richtig Fleisch ist. Ne? Eher Fischstäbchen als Fischstäbchen mit viel Ketchup drüber. So, ja. Du siehst, du weißt, dass Ketchup sehr viel Zucker hat. Richtiger, ne? Genießer. Ganz schlecht. Ja, Zucker ist im Moment so dein Thema, ne? Ja, ja. Das ist mein ganzes Leben lang leider, okay. Gottes. Ne? Das, okay, ist eigentlich schade. Gut, Reisen. New York. Ich war noch niemals in New York. New York, natürlich bestimmt auch eine wichtige Nummer für dich, ne? Mit der Art von Musik. Auf jeden Fall, na klar. Und ich war auch letztes Jahr, Anfang des Jahres, noch in New York und ich fand es großartig. Eine Woche war ich mit meiner Frau, da hatten wir gerade die Weihnachtstour und die Weihnachtstour ist bei uns immer sehr lang und ich war die längste, 22 Auftritte im Dezember, das ist schon sehr viel. Ja. Und dann sind wir auch witzigerweise nach Weihnachten, wir haben am 29. noch ein Weihnachtskonzert gegeben, also manche Leute haben wirklich auch Spaß, nach Weihnachten noch Weihnachtsmusik zu hören. Und dann sind wir, habe ich schön mit der Band so eine Art quasi ein Endjahres-Trinkfest in Berlin gemacht, im Hotel. Und dann sind wir nach New York geflogen. Und ich fand es einfach großartig. Ich dachte, boah, diese Stadt, das ist einfach das ist so eine richtige Stadtstadt. Also, was man so. Wir waren in verschiedenen Shows und haben uns das mal so angeguckt. Alles sündhaft teuer natürlich, aber auch wahnsinnig gut. Und waren im Jazzclub und waren in so einem Comedy-Club. Und im Comedy-Club haben wir wirklich beide Blut und Wasser geschwitzt, weil es nichts, ich kenne das von der Bühne zwar selber ganz umgekehrt, aber ich hasse das, wenn ich im Publikum sitze und ich habe das Gefühl, vielleicht könnte ich so rangenommen werden oder so. Okay, wer da, okay, how about you, the German guy? Und dann gibt es irgendwelche, und sitzt die ganze Zeit. Aber machst du das nicht bei deinen Shows? Natürlich tendenziell auch so. Wer hat mal Lust, auf die Bühne zu kommen? Und so. Und wenn ich selber im Publikum sitze, ich hasse das, ja, wenn sowas gemacht wird. So, und jetzt brauche ich einen Freiwilligen. Und das ist so. Hat sich erwischt? Gott sei Dank, wir haben echt Glück gehabt. Wir sind wirklich der Reihe nach, der ist alle durchgegangen. Gleich geht's zu uns, gleich geht's. Wir sind so. Aber natürlich, auf sowas warten die natürlich. Klar. Wenn einer sich so wegduckt, dann wird natürlich dann direkt draufgehauen. Du musst dich so als Streber outen. Ja, ja, dann lassen sie dich. Ja, ja. Aber es ist inspirierend, also inspiriert dich die Stadt. Fand ich ja total inspirierend. Das war wirklich, dass man dachte, ja, hier passiert es sozusagen. Aber bist du Reisemensch oder eher so ein häuslicher Typ? Das nee, eher ein bisschen kochen, ein bisschen Fernsehen gucken. Ich liebe es zu Hause. Ein bisschen Garten, ein bisschen. Ja, tatsächlich. Ich habe auch ein Haus. Wände streichen. Gerade ein Haus gekauft im Sommer und ich liebe es, im Haus zu sein und quasi auch im Garten zu sein und so. Aber ich liebe es auch einfach, ich liebe es schon auch zu reisen. Also ich liebe es auch einfach. Deswegen fehlt mir das auch in diesem Beruf, dass man diese zwei Seiten, dass man manchmal so viel unterwegs ist und dann verschiedene Sachen sieht und so und dann wieder für sich zu Hause ist oder im Studio oder so. Das habe ich immer total geliebt, dass man nicht so das eine hat immer nur. Aber Fernreisen eher oder doch hier in Europa, Deutschland? Also eigentlich beides. Eine der schönsten Reisen, die ich gemacht habe, war mit meiner Frau in Italien Urlaub. Da sind wir mit dem Auto in Köln losgefahren und sind dann einfach über Zürich und dann über Mailand ein paar Tage und haben so an verschiedenen Städten, die wir uns so ein bisschen grob rausgesucht hatten, sind wir dann hingefahren und haben da Zeit verbracht. Und dann waren wir eine Woche auf Elba und das war bisher mein absoluter Lieblingsurlaub, wo ich dachte erstmal, wie super toll ich Italien fand und wie super nett ich die Italiener fand. Da muss ich tatsächlich sagen, das war dann schon, als wir zurückgekommen sind, wie man da bei den Raststätten zum Beispiel, wenn man sich dann Kaffee kauft, wie man da überhaupt so behandelt wird. Und dann kam man, ich glaube, in der Schweiz. Und der Kaffee schmeckt noch. Ja, ja, und dann kam man in der Schweiz an. Ist sehr günstig. Und irgendwann wurde so richtig, dann war es wieder, okay, jetzt sind wir wieder so richtig unfreundlich. So nach dem Motto, jetzt sind wir so fast wieder in Deutschland, so nach dem Motto, was wollt ihr? Wie, oder sonst in Italien war immer, hey, bitte, was kann ich für Sie tun? Dankeschön. Und das war irgendwie, es war schon witzig, dass ich da dachte, okay, da ist schon was Wahres dran. Mhm. Ja, hat schon was Schönes. Wird alles hoffentlich wieder kommen. Ist natürlich schön, auch wenn man reisen kann, ohne konkretes Ziel, einfach mal drauf losfahren. Ja, ja. Ein bisschen, ja, ja. Ohne diesen Stress. Ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch. Man wird ja oft gefragt als Musiker,
du kommst so oft so zurück, was gefällt Ihnen dann oder was gefällt dir irgendwie am besten davon? Und so oft muss man einfach sagen, es tut mir leid, wir kommen irgendwie an, wir werden in die Location mit dem Fußtritt aus dem Bus raus befördert oder wie auch immer. Dann geht es ins Hotel nachher und dann am nächsten Morgen muss man weiter. Man kriegt manchmal also extrem wenig eigentlich mit von den Städten. Das stimmt. Das ist das, was ich immer denke. Man müsste eigentlich immer 2 Tage pro Stadt haben, ne? Also wenn man es sich leisten könnte, um einfach auch was zu sehen. Das ja. ist richtig. Ne? Manchmal sieht man leider gar nichts und hat es klingt romantischer, als es ist manchmal. Das tut ja, ja. Ne? Trotzdem nimmt man ja immer so ein bisschen was mit von den ganzen Reisen, sei es Kulinarik, sei es die Menschen, ganz andere Begebenheiten. In Italien zum Beispiel, was ich ganz toll an Italien finde, ist halt diese ganzen Open-Air-Konzerte, ne? Da werden einfach Veranstaltungen gemacht und da wird gar nicht drüber nachgedacht, dass es regnen könnte. Ne? Das ist immer alles ja. Open Air. Da steht nicht mal ein Dach. Ne? Das finde ich schon toll. Ja. Das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. Stimmt, ja. Deutschland wird alles doppelt und dreifach abgesichert. Aber das heißt, du bist eher so ein Südländer-Typ? Magst eher die Südländer mehr, reisen in die Nee, auch ich warmer auch Typ oder bist auch kannst auch mal nach Norwegen und wenn ich ganz war ich noch nicht, aber könnte ich mir auch total gut vorstellen. Mhm. Ich hätte auch total Lust mal zum Beispiel so eine Fahrt zu machen auf dem Boot zum Nordpol. Da gibt es ja so Fahrten durchs Eis und so, fände ich total faszinierend. Zum Nordpol, also ja. Da muss schon auch laufen wahrscheinlich da, ne? Also ja, du weißt, was ich meine, so in die Nähe. In die Nähe. Also ich war auf dem Nordpol. In der Nähe. Ich war in Stockholm. Also einfach, sag ich mal, von Eis umgeben. Und Walrössern umgeben zu sein. Ja, spannend. Ich bin jetzt so, ich fahre eher in den Süden. Ich muss warm. Bei mir muss es. Ja? Wir fahren auch immer nur mit Schönwettergarantie. Also für mich gibt es nichts Schlimmeres. So eine Versicherung als schließt Urlaub, du dann ab, oder was? Im Urlaub schlechtes Wetter zu haben. Das ist für mich das Allerschlimmste. Nee, wir fliegen halt entweder wirklich in den Süden oder halt nach Griechenland oder einfach da, wo du davon ausgehen kannst, dass das wirklich schönes Wetter im Sommer ist. Ne? Aber du kannst bei manchen Reiseveranstaltern, glaube ich, auch so eine Schlechtwetterversicherung abschließen. Da zahlst du dann 50 Euro und dann kriegst du den Preis zurück, wenn es regnet. Also jetzt nicht unbedingt attraktiv. Im Bayerischen Wald oder so, wo es ja relativ viel, oder in der Eifel, wo es sehr viel regnet, sondern wenn du da irgendwo zu einem Sonnenziel. Okay. Aber ich finde, Wetter ist eigentlich, klar, schönes Wetter ist immer schön, brauchen wir nicht drüber reden. Es gibt ja nichts Schöneres, wenn du morgens aufwachst, guckst raus, hast blauen Himmel. Ja. Oder? Also im Urlaub? Weiß nicht. Ja, auch. Du bist intellektueller, Jörg. Bei dir ist es anders vielleicht. Nein, Wetter. Ich bin ja Kleingärtner. Ich freue mich. Da freust du dich über jeden Regentropfen wahrscheinlich, ne? Ja, natürlich. Ja, ich jetzt mit Garten habe auch immer gedacht, der Mais hat ja, man groß schlecht im Moment. Ne? Ja. Dieses Jahr ist wirklich super schlecht. Aber ich freue mich dann immer für die Bäume. Sag, ja, das kommt noch ein bisschen. Man hat ganz andere Probleme auf einmal. Ja, ja. Meine Kinder sagen auch, guck mal, Papa, es regnet. Da freust du dich, oder? Ist doch dein Wetter. Nein, ich freue mich nicht, aber der Garten freut sich. Ist das ein Altersthema, dass ihr jetzt so über euch über Regen freut und über... Warte mal, wer ist denn mit dem Alter noch mal? Wer ist der Älteste hier in der Runde? Ich bin ja sehr jung geblieben, ne? Ja, ja, klar. Also, ja. Hatte ich eh schon gedacht. Ja, du bist auch eher so ein jugendlicher Typ, aber... Ich wirke fast auch ein bisschen jünger als ihr zwei, muss ich sagen. Ne? Zusammen. Ja, zusammen. Auf jeden Fall, ne? Aber hast du gesehen, ich habe heute gedacht, ich ziehe mir auch mal einen Sakko an, Thomas. Sieht gut aus. Weil... Unser lieber Daniel Brandl trägt einen Sakko, der trägt immer Anzug, weil er sich einfach leisten kann. Das ist auch eine super Sache, finde ich, auf der Bühne bei der Musik, die ich mache, dass wir immer Anzüge und Sakko, das ist ja im Jazz natürlich tendenziell. Fliege. Auch gern so, ja, oder Fliege, dass man überhaupt sich sowas anziehen kann. Das steht ja den meisten Männern auf einem gewissen Alter, steht das ja auch einfach gut. Mhm. Es gibt ja fast niemanden, außer so ein wenn das ist was ganz schlecht. Ab welchem Alter, dass ich mich schon mal drauf einstellen kann? Ab zum, nee. Du bist schon drüber, Jörg. Nee, aber auch wenn man, was weiß ich, der Bauch wird größer. Das, wie war immer, dann kannst du hier so. Da kannst du eine Menge mit kaschieren. Was du, es gibt ja fast nichts Schlimmeres, als wenn du deinem Alter zu jung angezogen bist, dann hast du irgendwie ziehst du dich an, was vielleicht Thomas, 20-Jährigen gut, noch gut steht. Und dann denkst du aber, es ist nicht, es geht nicht mehr. Wer sagt es ihm? Es sieht nicht, geht nicht mehr ganz. Aber du meinst, Anzug geht immer? Ja. Anzug geht natürlich bis ins, kann man dann entsprechend bis ins hohe Alter. Bisschen was ja, ja. Wobei man sagen muss, dass viele Musiker schlecht sitzende Anzüge haben. Ja, gut. Da muss man immer noch... Aber liegt es an der Figur? Liegt es am Geschmack? Nee, liegt es am Geldbeutel? Oder liegt es... Es liegt daran, dass sich die Musiker mal einen Anzug kaufen und denken, der ist für alles praktikabel. Und wenn, dass man mal gucken muss, ob die Ärmel lang gehen und so. Also. Besser lieber zu lang. Ja. Klar, da kann man... Und schwarz geht immer, ne? Aber es ist natürlich auch tatsächlich angenehm, wenn man sich nicht immer
vor jedem Konzert überlegen muss, was wieder anstrengend, hippes Ans, ne, da, wo jedes Konzert eine Art Oscar-Verleihung ist, wo du immer was Cooles wieder machen musst. Aber du gehst immer in Anzug auf die Bühne und fliege. Smoking. Ich würde sagen, immer meistens oft Smoking, Anzug auf jeden Fall immer, ja. Mhm. Naja, du hast in der berühmtesten Zeitung Deutschlands mal gesagt, habe ich zumindest gelesen, eine Jeans kommt mir nicht ins Haus. Habe ich das gesagt? Ja. Das ist witzig, das ist was Politiker und so auch immer erleben. Man sagt, ja, natürlich. Gefragt, und dann wird irgendwas rausgepiept. Zum Beispiel jetzt Helmut Kohl oder Helmut Schmidt, dann muss man irgendwas sagen und eigentlich dachte man, ist jetzt schon in der Bild-Zeitung. So, und dann ist jetzt schon als Headline. Wir haben mal gesagt, ja, deshalb frage ich Helmut nach. Schmidt ist in was weiß ich so. Und mit der Jeans, ich habe tatsächlich keine, meine Frau hat mir irgendwann gesagt, Jeans ist nicht mehr so dein Ding so. Hat deine Frau gesagt. Ja, dass ich mich meinem Alter entsprechend kleide. Sie ist wahrscheinlich kurz davor, für mich nur noch so beige Sachen rauszulegen und sagt, Sand. Passt jetzt so. Sandfarben. So, ja, ich habe früher auch immer Jeans getragen, aber tatsächlich schon relativ lange nicht mehr. Ich habe auch mal eine Zeit lang nur Chinos angezogen. Also du sitzt jetzt nicht. Bei dir kommst du, gehst wieder. Ja, ich bin schon immer sehr. Tätowierung, bist du auch kurz davor? Oh, jetzt sprichst du was leicht. Also ich habe spaßeshalber, weil ich finde es ja geil. Ich bin leider kein Tattoo. Daniel, hör auf zu spielen. Jetzt ist interessant. Ich hätte ja gern ein Tattoo. Also ich bin leider, ne, wenn ich ein bisschen angebräunt wäre und muskulöser, hätte ich bestimmt ein cooles Tattoo. Und dann habe ich mir wirklich bei Amazon einen Tattoo-Strumpf gekauft. Einfach mal nur, um meine Familie zu schocken. Es gibt so Tattoo-Strümpfe. Ja, ja. Sieht man sich, die kann man sich über. Teilweise. Ja, sieht super aus. Und du bist peinlich, war, glaube ich, das Höflichste, was ich noch von deinem Sohn und von meiner Frau und meinem Sohn bekommen. Ich habe sogar Fotos gemacht. Ich fand es gar nicht so schlecht, ne? So Tattoo-Strumpf, ne? Man muss dazu sagen, Thomas trägt heute Schuhe aus echtem oder falschem Schlangenleder, man kann es nicht sagen, eine Jeans und ein Jeanshemd unterm Sakko. Das ja. Ja, es ist frisch. Schon, das fresh. Ganz das weit Tattoo vorne. Kann ich euch nicht zeigen, weil da ist noch Papier drum, also das ist Frischhaltefolie drum. Macht man das so. Man sagt ja Midlife-Crisis, ne? Ja, ja. Sagt meine Frau immer dann, sagt, du kommst in die Midlife-Crisis, jetzt Tattoo. Seit Jahren. Dann sage ich, hallo, besser ein Tattoo. Wann ist so klassischerweise die Midlife-Crisis, wann setzt sie ein? Also bei mir jetzt 35, 36 hat es an. Aber du bist ja schon 38. Nein, ich würde nicht sagen, dass ich in der Midlife-Crisis bin. Okay. Also keine Ahnung. Das kann man nie selber. Also das sehen die anderen vor dir. Aber gut, warte mal. Der Daniel hat schon gesagt, die Zeit rennt. Was ist denn schon wieder, Daniel? Wir sind schon wieder Aber wo sind wir denn? Dabei. Wir haben alles schon durch. Letzte Rubrik. Leute, ihr wisst doch was, ich habe gar nicht viel zu sagen. Da hast du jetzt eigentlich nochmal gesungen? Er hat noch gar nicht gesungen, wir haben das Singen vergessen. Für mich kommt noch gar nichts. Bevor wir aber noch eine Nummer vom Tom, von dir hören wir noch eine Nummer, oder? Will ich aber nochmal kurz darauf hinweisen, dass man uns auch unterstützen kann. Auf unserer Homepage gibt es Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Merchandising-Produkte sind auch attraktiv, natürlich die Schürze. Mit einem wunderbaren Model übrigens in der Küche, mit einem wunderbaren Model, die Schürzen vorführt. Ja, bin ich schlank. Ach, bist du das? Ja, ich sehe so schlank gar nicht, und dünn aus. Gar nicht wiedererkannt. Ne? Schön, ja, Geschmackssache.de. Schön, dass ihr zugeschaut habt, zugehört habt. Wir freuen uns auf alles, was kommen möge. Und sagen nochmal großen Dank an lieber Tom, dass du da warst. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Lieber sehr Thomas, wir sind noch gar nicht am Ende der Show. Doch, er singt ja noch einen. Haben wir alle Themen schon durch? Ja. Der Jörg, sag mal, was trinkst du? Bier? Hast du nur ein kleines heute, 0,33. Ich glaube, Moment. Also beim Jörg ist das Problem, der ist zu schlank, der verträgt nichts. Wenn er nicht genug gegessen hat, dann schlägt er jedes Starkbier sofort rein. Ne? Dann ist der ein bisschen. Telefon. Da kommt schon seit einer halben Stunde nichts mehr von der Seite an. Telefon. Lieber Thomas, im Gegensatz zu euch habe ich weder Whisky noch Wein bekommen. Oh, da ist wirklich ein Telefon. Keine Ahnung, was das ist. Egal. Das sind Tiere. Was dürfen wir denn noch hören, bevor wir uns verabschieden? Ich habe einen Klassiker, den ich schon ewig nicht mehr gesungen habe. Ich habe irgendwo sogar noch einen Spickzettel, den ich eventuell noch nutzen muss. Angel Eyes. Mm. Klassiker. Wir haben eben noch mal über Sinatra. Angel Eyes. Sinatra und At the Sands gesprochen. Da hat er natürlich da auch zum Besten gegeben. Oh. Das war meine Aufnahmeprüfung beim Jugend-Jazz-Orchester Baden-Württemberg. Und haben sie dich genommen? Mit 16. Und ich wusste gar, ich habe den einfach, das war so ein Song, das spiele ich jetzt mal. Ich hatte keine Ahnung von Changes und sowas. Sie haben mich genommen, Gott sei Dank, habe ich Angel Eyes gespielt. Ganz toller Song. Ach, ein wunderbarer Abschluss. Tom Gebel mit Angel Eyes und Daniel Brandl. Thomas, warst du schon? Verabschieden wir uns jetzt schon? Ja, wir danach, oder? Danach. Ja. Hey, drink up, all you people. Order anything you see. Have lots of fun, you happy people. The drinks and the laughs on me.
try to think that love's not around. Still, it's uncomfortably near my old heart. Ain't gaining any ground because my angel eyes ain't here. Angel eyes that old devil sent. All right. They glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent with angel eyes tonight. So go on and drink up, all of you people. Yeah. Order. Lots of fun, you happy people. The drink and the laughs on me. Pardon me, but I gotta run. The fact's uncommonly clear. I gotta find who's now her number one and why my angel eyes ain't here. Excuse me while I disappear. Applaus für Tom Gäbel und Daniel Brandt. Dankeschön, Daniel. Danke sehr. Wunderbar. Darf ich noch mal mehr? Ich setz mich, Setz dich noch mal. Komm. Bewegung ist ab einem gewissen Alter immer gut, ne? Es hält die Knochen jung. Ja. Jetzt können wir uns richtig verabschieden. Also ja, ich bin auch total aus der Zeit gefallen, muss ich sagen. Ja. Meinst du jetzt generell oder meinst du jetzt heute? Nee, nur heute. Also auch vielleicht generell, aber das ist die nächste Sache. Ja, das war sie, die Geschmackssache für heute. Unser Gast war Tom Gäbel. Tom Gäbel. Bald Dankeschön. Live zu hören hier auf der Bühne im Alan Lewis. Ich hoffe. Wir freuen uns. Schön, dass ihr dabei wart. Unterstützt uns gerne. www.geschmackssache.de gibt es alle Infos dazu. Ansonsten bleibt gesund. Daniel Brandl am Klavier. Habt einen schönen Abend. Tschüss. Macht's gut. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war die Geschmackssache. Der Podcast von Thomas Siffling und Jörg Haidt. Mehr Geschmackssachen im Netz und auf allen gängigen Streamingportalen.